Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen von den österreichischen Bundesbahnen aus dem Wiener Hauptbahnhof. Die Reise führt uns heute von Wien Hauptbahnhof in Richtung St. Pölten und zwar möchten wir eine Runde mit der schönen Lokomotive von Siemens fahren, nämlich mit der F16, nicht mit der 1293. Der Vectron ist zwar auch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, aber wir möchten heute eine Runde Railjet fahren und zwar F16-228 der österreichischen Bundesbahnen. Wir starten unsere Reise mitten hier im Hauptbahnhof und steigen an Gleis 8 in die Railjet Garnitur ein. Bei unserer Lokomotive sind noch beide Schornhimmel gesenkt und auch der gesamte Wagenpark ist noch nicht startklar, denn wir müssen zu guter Anfang erstmal das Fahrzeug vorbereiten. Und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt in den Führerstand und rüsten auf, was aufzurüsten geht. Hier angekommen, drehen wir uns zu guter Anfang erst einmal um. Wir sind nämlich noch auf der hinteren Seite und hier schalten wir uns erstmal am Batteriesteuerschalter die Batterie ein, aktivieren am Batteriehauptschalter die einzelnen Batteriekreise und können hier bei der Türsteuerung ÖBB einstellen, weil wir einen österreichischen Wagenpark hinten dran haben. Die Stromaufnahmekonfiguration bleibt auf Automatik und wir wollen natürlich in der Hochabbremsstellung R bremsen. So, außerdem möchten wir uns drei weiße Lichter an der Front und zwei rote Rücklichter am Schluss einstellen. Des Weiteren lösen wir hier schon mal ausnahmsweise den Federspeicher. Das können wir in der Simulation machen, denn hier bleibt sowieso die Bremse angelegt. Dann wechseln wir mit Steuerung und Numpad oder beziehungsweise Korrektur mit Steuerung und Plus in den anderen Führerstand, verlegen hier den Fahrtrichtungswender in die Position M und damit wird dann das Fahrzeug langsam hochgefahren. Die Systeme aktivieren sich und nach einigen Sekunden sind wir dann auch startklar. Derweilen können wir schon mal im Führerstand die Beleuchtung einschalten, die Instrumentenbeleuchtung, dann leuchten hier drüben auch die Armaturen einzeln, damit wir die dann in den Tunneln sehen können. Und dann kann eigentlich auch schon der Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsposition. Damit müsste das Licht außen aktiviert sein. Zwei rote Rücklichter habe ich schon gesehen und drei weiße Spitzenlichter an der Front leuchten. Sehr gut. Dann können wir wieder zurück in den Führerstand und zwar die Türen auf der in Fahrtrichtung rechten Seite freigeben. Die sollten sich jetzt öffnen. Genau, die Fahrgäste können zusteigen und dann geht es für uns gleich los. Ja, hinten im Zugverband finden wir die erste Klasse und weiter vorne im Zugverband finden wir dann natürlich die zweite Klasse. Ist hier in dem Fall als Economy bezeichnet und hier vorne haben wir dann noch Business und First. Genau, also First ist hier einfach die erste Klasse und ich meine Business war dann nochmal quasi so ein richtiges Upgrade, also erste Klasse, wenn man so möchte. Das war dann wirklich ganz exklusiv. Dann setzen wir uns in den Führerstand. Die Türen haben sich schon selbsttätig geschlossen. Wir verriegeln hier schon mal. Wir gehen mal davon aus, dass wir den Abfahrauftrag schon haben. Dann heben wir den Stromaufnehmer, den in Fahrtrichtung hinteren. Das ist richtig so. Und dann, wenn die Einschaltsperre vom Hauptschalter hier drüben verschwunden ist, wird auch der Hauptschalter eingeschaltet, die Zugsammelschiene aktiviert, damit unsere Fahrgäste hinten auch Licht haben in den Wagen. Und wir gehen hier ganz kurz mal unter Funktionen, schalten uns die E-Bremserhöhung ein, bestätigen das Ganze mit der Taste E und können dann eigentlich aus dem Menü wieder raus. Der Railjet-Betrieb wurde schon erkannt. Eine Oberstrombegrenzung brauchen wir nicht in Österreich, die gibt es da nicht. Und dann können wir eigentlich loslegen. System ÖBB ist eingestellt, alles okay. Wir wechseln aufs Grundbild und da würde ich mal sagen, Lokbremse ist schon ausgelöst sogar. Und dann schalten wir mal langsam Leistung auf. So, wenn wir aus dem Bahnhof raus sind, können wir dann auch aufblenden. Die PZB ist aktuell im Startprogramm. Und dann legen wir hier langsam den Hebel nach vorne. Zumindest so, in der virtuellen Taurus-Lokomotive. Auf dem echten Taurus kann man den auch gut, am Start schon nach vorne legen. Ja, laut Signalbegriff geht es hier mit 60 km pro Stunde aus dem Bahnhofsgleis raus. Und wir beschleunigen allerdings zu guter Anfang erstmal nur auf 40.
damit wir hier die Überwachungsgeschwindigkeit von der PZB nicht überschreiten. Dann, wenn wir das gemacht haben. Hui. Knappe Sache. Also wir bleiben erstmal schön bei 40. Der Nachteil war jetzt, dass ich die AFB noch nicht eingeschaltet hatte. Das wollte ich nämlich gerade machen. Wenn die AFB nämlich eingeschaltet ist, dann bleibt die Lokomotive automatisch so bei 40 km pro Stunde stehen. Oder, na, nicht stehen, aber sie beschleunigt nicht weiter. Weil sie eben die Überwachungsgeschwindigkeit von der PZB erkennt. Und genau das können wir jetzt nochmal ganz kurz ausprobieren. Genau. Jetzt hat sie sich sogar schon selbst aus der Überwachung herausgeholt. Das ist für uns ganz gut. Auf 60 können wir, wie gesagt, beschleunigen. Genau, hier links sehen wir übrigens dann nochmal die ARA, die Außenreinigungsanlage, so wie man das ja, im Wiener Lokomotivführer-Jargon sagen würde. Da vorne geht es dann gleich weiter am Matz-Leinsdorfer Platz mit den Werkshallen. Ja, die müssten in dem Fall von der ÖBB Produktion sein. Genau, mit SIFA sind wir heute auch unterwegs, damit wir hier das ja, möglichst real gestalten. Genau, hier auf der rechten Seite die Haltestelle Wien-Matz-Leinsdorfer Platz. Eigentlich angefahren oder hauptsächlich angefahren von den ja, S-Bahn-Zügen, die hier in Wien Hauptbahnhof aus- und einfahren. Können wir uns auch ganz kurz mal ans Fenster ransetzen. Da sehen wir das hier schön. Wobei die Bahnhofsschilder eigentlich am Matz-Leinsdorfer Platz auch ein bisschen anders sind. Aber na gut. Genau, und dann gibt es hier noch so einen richtig coolen Aufzug, und zwar am Bahnsteigende. Der ist nämlich gar nicht für ja, die normalen Fahrgäste zugelassen, sondern man kommt da nur mit einem ja, besonderen Ausweis rein, denn der, ja, der Aufzug führt einen hier unten in diese Unterführung und von da aus kommt man dann nämlich auf das Werksgelände bzw. zu den Instandhaltungshallen von der ÖBB. Hier vorne werden dann unter anderem die Züge gewartet. Hier stehen häufig ja, Railjet-Garnituren bzw. Nightjets. Und ja, hier in der Halle direkt neben uns, da werden Räder abgedreht. Also wenn Fahrzeuge Flachstellen zum Beispiel haben, dann kommen die hier in diese Halle auf die Drehbank und ja, kriegen dort wieder runde Räder verpasst. Da werden die Radsätze dann eben abgedreht und zwar so, dass die wieder ja, schön ruhig laufen. Und ja, man die Höchstgeschwindigkeiten wieder ohne größere Geräuscheintragungen ausfahren kann. Dann wollen wir hier mal 80 fahren. Dazu nehmen wir schon mal die Leistung ganz kurz raus. Die 80 können wir schon mal voreinstellen. Und dann halten wir allerdings noch an. Und zwar in Wien-Meidling. Der Ausstieg für unsere Fahrgäste ist dann hier in Fahrtrichtung rechts. Die E-Bremse. Na, lässt sie sich auskoppeln? Ja, lässt sie. Die können wir hier schön voll reinwerfen. Das ist eben auch das Schöne, gerade wenn wir hier mit E-Bremserhöhung fahren. Die bremst einen wirklich beim echten Taurus fast bis auf Null runter. Und vor allem, sie ist halt auch so wirksam. Das macht es nochmal so viel schöner. Genau, und dann bleiben wir hier stehen. Bremse bleibt angelegt, die Türen in Fahrtrichtung rechts werden geöffnet. Einmal entriegeln und dann können so unsere Fahrgäste ja, aus- bzw. einsteigen. Ja, Wien-Meidling ist so quasi der Bahnhof, der eigentlich immer angefahren wird, wenn man mit irgendeiner Railjet-Garnitur von Wien aus Richtung Westen ausfährt. Also mir ist jetzt kein Railjet bekannt, der nicht in Wien-Meidling anhalten würde. Und ansonsten eben auch, ja, zählt Wien-Meidling zu einer der Knotenbahnhöfe in Wien. Er ist definitiv mit einer der ja, relevantesten auf dieser Strecke hier. So, dann Bremse auslösen. Abfahrauftrag haben wir.
Irgendwo sollte hier auch ein Zustimmungsmelder leuchten. Naja, sehe ich jetzt nicht, aber wir können schon mal getrost Leistung aufschalten. Ach, ja, können wir nicht, denn wir sollten natürlich die Türen verriegeln. So, und jetzt probieren wir es nochmal erneut. Leistung aufschalten, Zugkraft reingeben, Abfahrt in Wien-Meidling. Genau, wenn nämlich die Türen noch nicht geschlossen bzw. verriegelt sind, dann schalten die Fahrzeuge keine Leistung auf. Ist offensichtlich eine Sicherheitsfunktion, die auch so, ja, glücklicherweise umgesetzt wurde. So, und jetzt können wir das nochmal ausprobieren. Wir sind jetzt nämlich in oder unter PZB unterwegs, befinden uns hier wieder im Wechselblinken. Und normalerweise sollte das Fahrzeug dann jetzt hier bei 40 km pro Stunde ungefähr die Leistung gen 0 regeln und erst, wenn die PZB wieder höhere Geschwindigkeiten freigibt, diese dann auch zulassen. Ja, weil in Österreich ist es eben gang und gäbe, dass man sich nicht aus der PZB befreit, so zumindest die Vorschrift. Und genau, wenn sie dann ausgelaufen ist, kann man ohne Probleme auf Streckenhöchstgeschwindigkeit bzw. die aktuell zugelassene Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Hier in Rot gerade wieder dargestellt, die 100 oder die 10, die aber eben für uns eine Streckengeschwindigkeit von 100 km pro Stunde zulässt. Wir können den Roadrunner aktivieren und dann geht's gleich auch schon hoch auf 100. So, höchste Lichtstellung. So wie das für Österreich typisch ist. Und irgendwie kam jetzt der Roadrunner nicht, aber die Zuglänge, die ist allemal aus Wien-Meidling raus, beziehungsweise aus dem weichen Bereich. Wir sind auch an der Verschubhalttafel vorbeigefahren. Das ist immer so ein, naja, kleiner Indiz dafür, dass man quasi aus dem Bahnhof raus ist. So, normalerweise würden wir jetzt eigentlich in das ETCS-System aufgenommen werden. Da ETCS allerdings hier in der Simulation jetzt nicht zur Verfügung steht, hat man uns hier einfach eine LZB gegeben, die einfach auch mit ihrer, ja, Entfernungsanzeige und ihrer Geschwindigkeitsüberwachung perfekt hier hineinpasst. So, wir bleiben hier bei dem kleinen Pultlicht, was aktiviert ist. Die gesamte Führerraumbeleuchtung, naja, die wirkt ein bisschen grell, muss ich ehrlich sagen. Das ist beim echten Taurus eigentlich nicht so. Also da kommt das wirklich, ja, angenehmer rüber. Das ist wirklich eine Sache, die hat man im Railjet Advanced von Just Trains noch nicht so richtig schön umsetzen können. Also das Licht blendet hier doch sehr schnell. Auch ist der Lichtkegel, ja, von dem virtuellen Fahrzeug hier etwas stark, würde ich meinen. Also er blendet sehr stark nach rechts und links weg und vor allem ist auch die Beleuchtungsintensität sehr, sehr, sehr hoch. Aber grundsätzlich bei entgegenkommenden Fahrzeugen wird in Österreich dann abgeblendet, damit man den Gegenverkehr nicht blendet und genauso auch in Bahnhöfen. Selbstverständlich natürlich auch, wenn einem irgendwie auf der Straße Autos zum Beispiel entgegenkommen, auch wenn der ein oder andere Autofahrer da nachts nicht dran denkt, dass wenn da ein Zug kommt, dass man da nicht abblendet, aber auch im Zug sitzt jemand, der den fährt und nicht nur in anderen Autos. Aber in der Regel, wenn man da mal ganz kurz Fernlicht gibt, dann, ja, wird es dem Autofahrer auch klar, dass da eben auch jemand drin sitzt, der da nach vorne rausschauen muss. So, den AFBV-Sollsteller habe ich jetzt ganz ausgelegt. Und wenn uns die LZB dann höhere Geschwindigkeiten zulässt, dann können wir sie auch ausfahren. Der Fahrschalter, Zugkraftstelle, ja, so ungefähr auf 70%. Genau, das sollte passen. Ja, aktuell befinden wir uns auch hier vor der Weichenhalle Hadersdorf, meine ich. Oder sind wir da schon durch? Gute Frage.
Müssen wir uns kurz gucken. Nein, die Weichenhalle Hadersdorf kommt jetzt. Genau, da geht es dann hier eben einmal auf die neue Westbahn, die wir jetzt auch fahren, wo wir gerade komischerweise eingebremst werden. Allerdings nur elektrodynamisch. Ach so, da ist einfach eine niedrige Höchstgeschwindigkeit nur zugelassen, okay. Genau, 1000 Meter und dann geht es wieder hoch auf 200. Oder erstmal hoch auf 200, weil das hatten wir bisher noch nicht. Ja, perfekt. Also hier auf der rechten Seite dann die Gleise der neuen Westbahn. In der Mitte müssten dann sich die Gleise der alten Westbahn befinden. Da geht es dann eben über die Altbaustrecke, aber genauso bis nach Tullnerfeld, wo sich die Strecken dann beide wieder begegnen. Und in Tullnerfeld zweigt dann nochmal die alte Westbahn. Jetzt muss ich überlegen, ich meine in Fahrtrichtung rechts ab und wir in Fahrtrichtung links auf der neuen Westbahn. Treffen uns dann aber genauso gut wieder in St. Pölten im Hauptbahnhof. So, unser Taurus beschleunigt jetzt schön. Wir geben wieder volle Zugkraft rein. Ich weiß gar nicht, können wir mittlerweile eigentlich die Displays dimmen? Ne, da ist noch nichts verfügbar. Hier drüben vielleicht? Ah, ja, sehr schön. Ja gut, normalerweise schaltet man da eigentlich dann zwischen Tag- und Nachtumsicht, Tag- und Nachtansicht um. Aber wenn sie da die Dimmfunktion draufgelegt haben, ist das natürlich auch sehr schön. So, 230 km pro Stunde sind jetzt hier zugelassen. Und mal gucken, ob unser Taurus das packt. Denn genau das ist seine Höchstgeschwindigkeit. Und das ist auch die Höchstgeschwindigkeit, welche von den Railjet-Zügen in Österreich maximal erreicht wird. Viel schneller geht es da nicht über die Schiene. Auch mit den deutschen ICEs nicht, die in Österreich fahren. Der ÖBB 4011 bzw. deutsche ICE Baureihe 411 ist ja auch das eine oder andere in Österreich eben unterwegs. Und da der genauso nur eine Höchstgeschwindigkeit hat von 230 km pro Stunde, wird man eben in Österreich nicht schneller. Ich nehme auch mal an, dass die Strecken sowieso auf 230 trassiert sind. Von daher wird da sowieso nicht viel mehr gehen. Genau. Aktuell positionstechnisch befinden wir uns im Wienerwaldtunnel. Der ist in Einzelröhrenbauweise ausgeführt, was wohl damit zusammenhängen soll, dass eben die Einzelröhrenbauweise deswegen gewählt werden musste, weil eben über uns ein Naturschutzgebiet und eben auch ein Stadtgebiet ist. Und so wie ich das mitbekommen habe, wird in Österreich immer dann auf Einzelröhrenbauweise gesetzt, wenn eben über dem Tunnel irgendwelche schützenswerten Anlagen sind, wie eben zum Beispiel Siedlungen, Landschaftsschutzgebiete etc. Die anderen Tunnel, die wir heute auf der Strecke noch durchfahren werden, die sind in einer Einzelröhrenbauweise auch ausgeführt, allerdings eben für zwei Gleise. Und hier ist es eben so gemeint, dass wir zwei Einzelröhren haben, die jeweils mit einem Gleis bestückt sind. Das war vorher vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Natürlich ist es auch eine Einzelröhrenbauweise. Wobei eine Zweiröhrenbauweise, wenn man es auf den auf beide Tunnelhälften quasi bezieht. Ja, hier in der Mitte gibt es dann immer wieder so Fluchtstollen, die jeweils in den anderen Tunnel rüberführen. Die Türen sollen sich auch wohl nur öffnen lassen, wenn der Fahrdienstleiter das Gleis hier zum Beispiel gesperrt hat. Also in den Mittelraum kann man immer hinein, aber die Türen, die dann eben rüber in den anderen Tunnel führen, also da kommen ja nochmal welche dann, die sind wohl so lange gesperrt, wie da noch keine Gleissperrung eingegangen ist. Also die werden dann quasi im Brandfall
erst freigegeben, wenn eben, ja, auf der anderen Seite kein Zugbetrieb mehr stattfindet. Was auch gut ist, denn das, ja, das kann wesentlich verheerender werden, wenn die ganzen Menschen, die aus der einen Tunnelhälfte herausflüchten, in die andere rüberrennen wollen, weil sie eben schnellstmöglich aus dem Tunnel raus möchten und dann da, naja, drei weißen Spitzenlichtern begegnen, das wäre nicht so schön. So, was auch nicht so schön ist, wenn man eine Zwangsbremsung durch die SIFA bekommt, während man außerhalb des Fahrzeugs ist. Deswegen drücke ich jetzt hier mal schnell den Füllstoß rein. Ich weiß, der Zugverband hat noch nicht ganz ausgelöst und auch unser Fahrzeug nicht. Aber ich möchte den Zug jetzt hier in der Simulation relativ schnell wieder auf Geschwindigkeit hochziehen. So, hier oben konnte man dann komischerweise die... oder beziehungsweise konnte man dann einfach die Helligkeitsstufen durchwechseln. Genau, ich wollte mir den schönen Taurus nochmal ganz kurz von außen angucken und da hat es dann schon plötzlich gezischt. Da gab es dann die SIFA-Zwangsbremsung. Was auch sehr häufig in Österreich verbreitet ist, das sind die Schutzstrecken. Eigentlich hätten wir jetzt auch schon eine gehabt vor der Weichenhalle Hadersdorf. Da ist normalerweise eine Schutzstrecke angeordnet, die eben den, ich sag jetzt mal, Teil am Hauptbahnhof von dem Teil auf der Schnellfahrstrecke zwischen Wien und St. Pölten abgrenzt. Und besonders oft sind dann auch die, ich sag mal, kleinen Trennstellen zu finden, beziehungsweise die Trennstellen, an denen wir eben zwar nicht den Hauptschalter ausschalten müssen, aber eben nicht mit gehobenem Bügel stehen dürfen. In der Regel sind das, ja, alte Schutzstrecken, die man dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, vereinfachen konnte. Sieht man nämlich auch ganz häufig in Österreich, dass dort so auf der Spitze stehende viereckige, silberne Signalflächen irgendwo rumstehen. Das waren größtenteils eben mal Schutzstrecken, die man aufgestellt hatte. Ja, aktuell hier Bahnhof Tullnerfeld. Und normalerweise braust man hier mit 230 km pro Stunde durch den Bahnhof hindurch. Für uns heute etwas langsamer, aufgrund der bereits vorangegangenen Zwangsbremsung. Genau, in Tullnerfeld sieht man auch oft die S-Bahn, die hier unterwegs ist. Das müssten noch die schönen ÖBB 4020 sein, die hier viel fahren. Oder was heißt viel fahren, aber vereinzelt noch fahren. Hauptsächlich sind die, die Zero-Züge von Siemens hier unterwegs, in der elektrischen Variante, und der Bombardier Talent. Wobei, der ersten Generation sollte man vielleicht dazu sagen. Der Talent 3 hat das ja nun jetzt wirklich endgültig nicht nach Österreich geschafft. Da gab es immer wieder Probleme mit den Zulassungen. Von daher, ja, darf man sich für den einen anderen Einsatzzweck suchen. Ja, das ist schon krass. Mit 230 km pro Stunde einmal durchs Tullnerfeld. So heißt die Umgebung, welche wir hier gerade durchfahren. Und dann geht's schon wieder für uns hinein in den nächsten Tunnel. Da wollte ich gerade was Schönes über die Landschaft sagen und dann, naja, bekommen wir den Ausblick in eine Betonröhre. Aber genau das ist eben nötig, wenn man hohe Geschwindigkeiten fahren möchte. Dann muss die Trassierung so sein, dass sie eben möglichst viel gerade Strecken enthält. Und hauptsächlich große Bögen. Und genau das kann man eben, ja, auf Schnellfahrstrecken mit Tunneln etc. erreichen. Wenn man sich dagegen die alte Westbahn anschaut, die verknüpft eben hauptsächlich, ja, urbane Zentren miteinander.
von kleinen Dörfern über Städte bis hin ja, zu großen Metropolen wie Wien und St. Pölten. Wobei eben auch Wien ja einfach die größte Stadt in Österreich ist. Also gerade wenn man da so nach Einwohnerzahlen zum Beispiel schaut. Und irgendwie kommt uns auch heute auf der Strecke hier relativ wenig entgegen. Bei mir ist gerade aufgefallen, ich musste noch gar nicht abblenden. Oder ich habe es halt vergessen. Das kann auch mal passieren. So, wieder eine Überleitstelle. Ein Gleiswechsel. Ist auch immer das Schöne, wenn man so die Begrifflichkeiten aus Österreich und Deutschland so ja, gegenüberstellt, was es da einfach für Unterschiede gibt. Genauso gibt es zum Beispiel auch kein Signal, was das Befahren des Gegengleises ankündigt, im Sinne eines ja, Gegengleisfahrtanzeigers. In Österreich hat man sowieso grundsätzlich Gleiswechselbetrieb, bei ja, mehrgleisigen Strecken versteht sich. Wobei man in Deutschland da immer ja, entsprechend einen ja, Gegengleisfahrtanzeiger benötigt oder halt einen entsprechenden Befehl. Aber in Österreich ist es so, wenn die Signalstellung das Ganze erlaubt und die Weichenposition so eingestellt ist, dann geht es da einfach ins Gegengleis ohne irgendwelche ja, großen Vorwarnungen etc. Und offensichtlich funktioniert's. Vorhin hatte ich es auch schon angedeutet, eine Oberstrombegrenzung oder sowas, das ja, kennt man in Österreich gar nicht. Das ist so ein bisschen was, was man eben in Deutschland antrifft, wo dann für einzelne Bahnstrecken oder Streckenabschnitte von Bahnstrecken gewisse Oberstromlimits angegeben sind. Man sagt ja mal gerne, dass einem dann da der Fahrdraht zum Beispiel wegschmelzen würde, wenn man das eben überschreitet. Und Hintergrund ist halt auch der, ja klar, da fließen sehr hohe Ströme durch die Oberleitung. Aber man muss eben auch im Blick behalten, dass in Deutschland zum Beispiel die Speisebezirke einfach größer sind. Oder vielleicht nicht unbedingt größer, aber dadurch, dass man in Österreich so viele Trennstellen hat, hat man viele kleine Bezirke, in denen man eben ja, Strom frisch einspeist und wo es eben ja, wahrscheinlich nicht zu Überlagerungen der Phasen kommen wird. Und ja, wenn man eben ein ja, etwas größeres Netz hat, beziehungsweise eben auch ja, ganz viele Fahrzeuge dann da drinnen gleichzeitig anfahren bzw. abbremsen, dann sieht man auch an der Spannung, die man eben in der Lokomotive angezeigt bekommt, dass da ja eben mehr oder weniger Last gerade von den anderen Verbrauchern im Netz gezogen wird. Das meiste haben wir jetzt sowieso schon an Zugkraft verbraucht, beziehungsweise das Oberstrom oder die Oberstromanzeige sollte für uns nicht mehr so hoch steigen, weil wir jetzt eben kontinuierlich auf hoher Geschwindigkeit sind. Vorausgesetzt, es gibt keine Zwangsbremsungen und die LZB bzw. ein echtes ETCS-System bremst uns nicht runter. Und dann können wir eben mit, ja, in unserem Fall jetzt hier, rund 20 kN pro Fahrmotor die Geschwindigkeit aufrechterhalten. Auch sehr cool, dass man das hier mit eingebaut hat. Das sind die Anzeigen dafür, auf welcher Strecke man sich gerade befindet. Aktuell sind wir hier auf Gleis 9 und zwar auf der Strecke 130. Und ja, hier oben das Dreieck, das zeigt dann eben nochmal an, wo es da lang geht. So, die Brücke kommt schon, dann sind wir gleich in St. Pölten. Weit ist es nicht mehr. Genau, LZB-Endeverfahren wird eingeleitet. E-Bremse wird voll reingeschmissen.
Ja, PZB, LZB frei, habe ich schon gezogen. Und da, ja, da gleiten wir wirklich gerade an der Bremskurve entlang. So, es geht in den Bahnhof hinein. Wieso denn jetzt Zwangsbremsung? Ja, weil die LZB viel eher rausgegangen ist. Da kann ich jetzt nichts dafür. Wir haben die Bremskurve nicht überschritten. Aber dennoch, ja, werden wir eben zwangsgebremst. Weil wir noch nicht unter 160 waren, während die LZB uns schon verlassen hat. Ja, wird in echt so nicht passieren. Oder beziehungsweise sollte in echt so nicht passieren. So, jetzt ist die Frage. Jetzt kommt komischerweise das Fahrzeug nicht mehr dazu, dass hier irgendwie ein Lösevorgang eingestellt wird. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Wenn ich die Bremse nicht lösen kann, PZB, LZB frei habe ich schon gedrückt, dann kommen wir hier nicht weg. Können wir hier drüben auslösen? Auch nicht. Ansonsten müssen wir gleich mal zu einem kleinen Trick greifen. In der Hoffnung, dass der funktioniert. Und zwar sieht er so aus, dass wir LZB bzw. den PZB-Störschalter einlegen. Ja, nee, doch nicht. Also wenn es jetzt ganz ungut zugeht, dann müssen wir tatsächlich hier vor St. Pölten unsere Fahrt beenden. Das wäre jetzt echt gar nicht gut. Wir können mal noch ganz kurz eine Sache probieren. Nee, will auch nicht so richtig. Weil viel mehr kann ich jetzt hier tatsächlich auch nicht machen. Wir können mal noch Notbremsschleife rausnehmen, also die SIFA. Und dann hatten wir hier irgendwo noch eine Sicherung für die PZB, meine ich. Da gab es doch nicht nur den Störschalter. ASG wollen wir jetzt auch nicht haben, das Makro auch nicht. Den Druckschutz nicht. Gleitschutz nicht. Display Führerschein 2, nee, auch nicht. Oder war das hier drin mit an den Störschaltern? Nee, auch nicht. Dann haben wir wahrscheinlich wirklich das Problem, dass wir hier jetzt festgebremst sind. Wir können mal noch in Null ziehen. Auch das, nee. Auch das nimmt das Fahrzeug nicht an. Wie schaut's denn aus mit der Befehlstaste, wenn wir die 5 Sekunden lang gedrückt halten? Nee, auch nicht. Keine Reaktion. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich tatsächlich so machen und ausnahmsweise mal unsere Fahrt bei der Einfahrt nach St. Pölten schon beenden. Spaß gemacht hat es mir auf jeden Fall. Wieso jetzt hier zum Schluss dieses Problem auftritt, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Normalerweise sollte man jetzt eigentlich problemlos wieder die Hauptlaufleitung füllen können, nachdem die Zwangsbremsung gelöst wurde. Aber irgendwie möchte da scheinbar die Simulation nicht. Gut, so sei es. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, die Fahrt hat genügend Spaß bereitet. Unter anderem mit der kleinen Zwangsbremsung hier am Ende.
Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben geben und einen kurzen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wiedersehen. Und na, wir können ja vielleicht noch ganz kurz mit der Kamera zumindest vorne nach St. Pölten hineinfliegen an den Bahnsteig, wenn uns der Simulator denn soweit lässt. Aber an der Stelle wäre es das dann für heute gewesen. Ich wünsche allseits viel Spaß und gute Fahrt. Und genau, hier vorne haben wir dann noch den Bahnhof von St. Pölten. Und genau, damit wäre es das dann für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und allseits gute Fahrt.